Hallo liebe Journalistinnen und Journalisten, herzlich willkommen hier zu unserem virtuellen Pressbriefing zum Thema KI-Regulierung. Ich bin Bastian Zimmermann, ich bin Redakteur beim Science Media Center und moderiere heute hier die Veranstaltung. Mit mir habe ich noch zwei Expertinnen und einen Experten. Erstmal schönen Dank, dass Sie da sind. Es freut mich und ich stelle Sie gleich noch im Detail vor. Genau, heute geht es ja um die Regulierung von KI. Das ist seit langem ein wichtiges und interessantes Thema, aber gerade durch ChatGPT und andere generative KI hat es natürlich in den letzten Monaten, in den letzten halben Jahren nochmal an Relevanz gewonnen. Das wichtigste Gesetz da ist sicher der AI Act, der wird ja zurzeit in der EU besprochen. Nächste Woche stimmt auch voraussichtlich das Parlament über seine Position dazu ab. Wenn es schnell geht, das ist zumindest mein letzter Stand, korrigieren Sie mich sonst, könnte es sein, dass er noch dieses Jahr verabschiedet wird, aber dann ist ja auch noch 2 Jahre Übergangszeit. Und dann gibt es eben die Fragen, was ist wichtig bei dieser Regulierung, was sollte da beachtet werden? Und die wollen wir dann eben heute und eben auch Ihre Fragen aus juristischer und eben praktischer Perspektive beurteilen. Bevor ich zum Vorstellen komme, noch der Hinweis an Sie da draußen, stellen Sie gerne Ihre Fragen und stellen Sie dann bitte über die Fragefunktion in Zoom. Dann können Ihre Kolleginnen und Kollegen die auch sehen und es gibt weniger Doppelungen, also bitte das F&A-Modul benutzen und nicht den Chat. Genau, dann komme ich zu den Expertinnen und Experten. Ich stelle Sie einfach mal in alphabetischer Reihenfolge vor und dann haben wir da als erstes Professor Dr. Matthias Kettemann. Er ist Programmleiter im Forschungsprogramm Regelungsstrukturen und Regelbildung in digitalen Kommunikationsräumen am Leibniz-Institut für Medienforschung, dem Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Er beschäftigt sich mit KI-Regulierung und auch viel mit der Regulierung sozialer Medien. Dann haben wir Professor Dr. Ulrike Luxburg. Sie ist Professorin für die Theorie des maschinellen Lernens an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und bringt heute hier die Perspektive aus der KI-Praxis rein und befasst sich auch eben mit Fragen der Fairness und Erklärbarkeit von KI, was ja gerade im Kontext der Regulierung auch wichtige Fragen sind. Und dann haben wir Professor Dr. Sandra Wachter. Sie ist Professorin für Technologie und Regulierung am Oxford Internet Institute der University of Oxford im Vereinigten Königreich und befasst sich mit KI-Regulierung und KI-Ethik. Genau, zum Anfang habe ich kurz ein paar Eingangsfragen vorbereitet und fange auch mit Ihnen an, Herr Kettemann. Und einmal, um die Grundlage für die Debatte zu legen, die Frage, wo steht denn der AI Act eigentlich momentan und was sind Ihrer Meinung nach da die wichtigsten Aspekte? Danke für die Einladung. Ich komme direkt von der Republika zu Ihnen. Da tut sich gerade sehr viel. Gefühlt jede Diskussion handelt von der KI, von der Macht der KI, von der Frage, wie man sie gut regulieren kann. Und das ist auch schon die Rahmenerzählung, die ich anbieten möchte. Es wird so viel gesprochen, was die KI bewirken kann. Von der Auslöschung der Menschheit wird gesprochen. Aber das ist Angstmacherei, das ist Überschätzung. Es ist ganz, ganz schwierig, dass hypothetische Risiken gegenüber bestehenden, konkreten, kleineren Gefahren in den Vordergrund gerückt werden. Wir müssen heute an den Problemen arbeiten, an den Biases, an den Problemen, die wir adressieren können. Und die müssen wir adressieren durch gute Gesetzgebung. Das bringt uns den KI-Recht, sagt. Wir dürfen uns also nicht vor den Gefahren der Zukunft dürfen uns nicht immobilisieren lassen, nichts zu sehr erschrecken, wenn jemand sagt, die KI wird uns alle umbringen. Diese Gefahr besteht nach jetzigem Stand nicht, aber wir müssen dennoch gute Regeln setzen. Und der KI-Rechtsakt, der aktuell verhandelt wird, wird ähnlich wie die DSGVO im Datenschutzbereich global eine Rolle spielen, weil es die aktuell detailreichste und umfassendste Regulierung der künstlichen Intelligenz ist, die jetzt hier gerade aufgrund der großen Sprachmodelle in aller Munde ist. Die ganzen Diskussionsschritte haben sich zwei wichtige Prinzipien innerhalb des KI-Rechtsakts nicht verändert, nämlich, dass man einen risikobasierten Ansatz fährt, dass man also sagt, wir schauen uns an, welche Risiken KI-Systeme in der Gesellschaft haben und reguliert dann diese Systeme, die besonders risikoreich sind. Und dann der Ansatz, dass man nicht so sehr auf die Technologie an sich schaut, sondern auf die Auswirkungen innerhalb der Gesellschaft.
gerade jetzt, meine Kollegin wird dann noch eine Bewertung vornehmen. Ich stelle mal einen Rahmen vor. Gerade jetzt hat das Parlament noch nachgeschärft in einigen Aspekten. Zum Beispiel haben die Abgeordneten im Parlament im Vergleich zu dem Kommissionsentwurf ein Verbot generell von KI für biometrische Überwachung, für Emotionserkennung, für Predictive Policing, also vorausschauende Polizeiarbeit, gefordert. Und vor allem haben sie auch gesagt, wir müssen noch die Regelungen hinsichtlich der allgemeinen zweckgedienenden KI und vor allem auch diese sogenannten Foundation-Modelle, also dieser generativen KI wie ChatGPT, stärker regulieren. Das wurde in den neuesten Entwürfen noch hineingeschrieben. Und vor allem ganz zentral innerhalb der Logik des Parlaments, die immer sehr auf die BürgerInnenrechte achten, ist ein verstärktes Recht auf Beschwerden über KI-Systeme, das heißt über Entscheidungen, vor allem die KI-basiert ablaufen. Dieser menschenrechtszentrierte Ansatz an die KI-Entwicklung findet sich nicht erst seit den Kommentaren des Parlaments in dem Entwurf, sondern auch seit dem Beginn. Man darf nicht unterschätzen, die EU ist zwar in der Tat eine Binnenmarktunion, die auch natürlich die europäische technologische Souveränität fördern will, aber gerade im Bereich der KI stand immer schon auch der Schutz der Menschen im Mittelpunkt. Ich habe schon angesprochen, das Verbot der biometrischen Erkennungssysteme, besonders jene, die in Echtzeit funktionieren sollen, ist zentral, gerade dann, wenn diese in öffentlichen Räumen eingesetzt werden sollen. Da gibt es bestimmte Ausnahmen im Bereich der Strafverfolgungsbehörden, aber auch nur dann, wenn besonders schwere Straftaten hier bekämpft werden sollen. Emotionsbezogene Erkennungssysteme sollen generell verboten werden, auch gerade im Arbeitsplatz zum Beispiel oder in Bildungseinrichtungen. Gerade der Aufbau von großen biometrischen Datenbanken ist äußerst problematisch. Der wichtigste Regelungsbereich sind die sogenannten Hochrisiko-KI, die hochriskante KI. Die wird jetzt auch verstärkt nach Vorstellung der Abgeordneten reguliert in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Grundrechte und es sollten auch verboten werden, Systeme zur Beeinflussung von Wählerinnen und Wählern in demokratischen Kontexten. Das ist besonders spannend, weil diese Systeme verwendet werden, unter anderem im Rahmen der generell Empfehlungssysteme auf Social Media Plattformen, und das kann natürlich zu demokratischen Folgen führen, wenn hier entsprechende Systeme eingesetzt werden. Da wollen die ParlamentarierInnen, die besonders sensibilisiert sind für demokratische Mitbestimmungsprozesse, natürlich vorbauen. Sehr wichtig. Herr Kettermann, muss mal kurz, können Sie vielleicht das Mikro etwas mehr vor den Mund halten? Ich glaube, wir müssen vielleicht ein bisschen rumprobieren, wie wir das mit der Tonqualität ein bisschen hochkriegen, weil da jetzt einfach sehr viel los ist. Entschuldigung, das ist einfach die Aktivität auf der Republik. Ich habe die ruhigste Ecke gesucht, aber die war einfach nicht ruhig genug. Ich hätte eine KI-basierte Software, um die Hintergrundgeräusche rauszugeben, aber das wäre vielleicht ein kritischer Meta-Kommentar über die Power von KI. Noch einen Punkt anzusprechen. Die Transparenz und die Erklärbarkeit von künstlicher Intelligenz sind zwei weitere wichtige Aspekte des Regelungskonzeptes des AI-Actes. Dabei gehen diese Ansätze aber um einiges hinaus über bestehende Regulierungen und sind deswegen besonders als innovativ zu sehen. Dennoch ist es nicht so, dass dieser KI-Rechtsakt auf einem leeren Regulierungsfeld einschlagen wird. Es gibt schon jetzt sehr viele ethische Prinzipien für die KI, dass wir wissen, in welche Richtung wir gehen müssen. Wir wissen, dass KI Menschenrechte achten, sichern, fördern muss. Wir wissen, dass ethische und rechtliche Leitplanken im gesamten Lebenszyklus von KI-Systemen eingehalten werden müssen. Und das muss sowohl auf der Ebene der staatlichen Regulierung als auch mit der europäischen Regulierung sichergestellt werden. Sowohl nach innen als auch im Bereich der globalen Kooperation. Das war zum Beispiel erst vor kurzem der Technologierat, das ist eine Kooperation zwischen EU und USA in Schweden, festgehalten, dass verstärkte KI-Regulierung im Zentrum des gemeinsamen Interesses stehen soll. So viel zur Einführung von mir. Danke sehr. Ja, vielen Dank, Herr Kettermann, trotz widriger Bedingungen. Danke. Dann machen wir direkt weiter mit Frau Wachter und der Einordnung ein bisschen der ganzen Geschichte. Wie würden Sie den AI-Act beurteilen?
Ist das ein gutes oder ein schlechtes Gesetz und wo gibt es Ihrer Meinung nach noch Nachbesserungsbedarf? Ja, super Frage. Es darf spannend bleiben. Es ist ja sozusagen, wir schreiben ja gerade Geschichte, wenn es um das geht, nicht? Und ich wollte nur so ein paar Dinge, drei Dinge ansprechen, die sozusagen auf für mich persönlich sehr, sehr wichtig sind, dass wir die im Hinterkopf behalten, jetzt wenn das Ding dann verabschiedet wird, wie wir weiterhin damit umgehen. Und das erste der drei Dinge hat tatsächlich mit dem Herzstück des AI-Acts zu tun. Und das ist dieses sogenannte Conformity Assessment. Das Conformity Assessment bedeutet, dass die Entwickler selbst bewerten, selbst zertifizieren werden müssen, die im Hochrisikobereich sich befinden, ob sie selbst dem AI-Act-Regeln entsprechen und ob sie den AI-Act-Standards entsprechen. Ausnahme gibt es nur bei biometrischen Daten, da muss das ein Dritter machen. Und dann sieht man natürlich, dass das eine Regelung ist, die erlaubt, dass diejenigen, die dem Recht folgen sollen, auch diejenigen sind, die entscheiden, ob sie tatsächlich dem Recht folgen. Das ist für sich genommen noch nicht super problematisch, aber es ist etwas, das wir tatsächlich im Auge behalten sollten. Der AI-Act selbst sieht das sogar auch als ein Problem, wenn man sich den Erwägungsgrund 64 ansieht, dann spricht er ganz deutlich davon, dass das eine Übergangslösung sein soll und dass man in Wirklichkeit zu einem gewissen Zeitpunkt diese Conformity Assessments an Dritte, unabhängige Dritte übertragen sollte. Nun ist es so, dass diese Idee in einem Erwägungsgrund steht, die aber nicht rechtlich bindend sind. Es ist auch im AI-Act nicht wirklich klar vorgesehen, wie das Prozedere dann umgeleitet werden soll. Und mein Problem besteht darin, dass wir das vielleicht dann irgendwann vergessen und mit dem System, mit der Übergangslösung, mit der Notlösung bleiben, anstatt uns zu überlegen, wie wir diese Gestaltung besser machen könnten, dass wir eben ein Conformity Assessment haben, das nicht von denjenigen gemacht wird, die den Regeln folgen sollen, sondern dass wir unabhängige Dritte haben, die das durchführen können. Das führt mich auch schon zum zweiten Thema. Da geht es eben um die Standards, die geschaffen werden. Und wie gesagt, die Entwickler müssen ein Conformity Assessment machen, ob sie den AI-Standards entsprechen. Diese AI-Standards gibt es ja noch nicht, sondern die werden jetzt dann erst ausgearbeitet und die werden von Standardisierungsorganisationen wie SEN und SENELEC, die werden beauftragt, diese zu erstellen. Und dann ergibt sich eben das erste Problem, dass natürlich SEN und SENELEC keine demokratisch legitimierten Institutionen sind, sind private Institutionen. Und dann kann man ein bisschen einen Dialog darüber führen, ob das eine gute Idee ist, dieses wichtige Instrument auszulagern an Private. Was auch damit verbunden ist, mit wer in diesen Working Groups drinnen sitzt, um diese Standards zu schreiben. Und dann ist es tatsächlich so, dass das in der Regel hauptsächlich Leute von der Industrie sind. Und wenn man das mit dem ersten Problem zusammenhängt, dann sieht man dann, dass der AI-Act vorsieht, dass die Industrie selbst entscheiden soll, ob sie den Standards entspricht, welche sie auch hauptsächlich selbst geschrieben hat. Natürlich, wie gesagt, muss auch noch kein Problem für sich sein, aber es ist schon etwas, das wir uns im Hinterkopf behalten würden. Und da ist der zweite Call for Action, dass man könnte man durchaus noch nachbessern und sicher gehen, dass diejenigen, die um den Tisch sitzen, dass das sozusagen ein bisschen ausgeglichener ist und nicht nur in der Industrie gelagert. Das Dritte, was damit zu tun hat, mit den Standards, ist natürlich, dass diese Standards sehr, sehr oft, wenn man sich das ansieht, sehr, sehr technisch sind. Was ganz klar ist und verständlich ist, das sollen sie ja auch sein. Aber ich glaube, dass vielleicht die Öffentlichkeit nicht immer, dass der nicht ganz bewusst ist, dass die uns nicht unbedingt helfen werden oder Gefahr laufen, uns nicht helfen werden, diese ethischen Dinge richtig auszulegen. Es kann durchaus sein, dass die Standards, die gemacht werden, ein paar Möglichkeiten anbieten oder aufzählen, welche Explainability-Tools es gibt oder welche technischen Möglichkeiten zum Bias-Testing es gibt, aber sozusagen eine Anleitung, welche wann zu nutzen ist, nicht wirklich drin sein wird und dass diese ethischen Überlegungen sich nicht in den Standards finden könnten. Und wie gesagt, das kann tatsächlich passieren und dann stellt sich natürlich die Frage,
wer soll denn das machen? Oder sind wir sozusagen zufrieden, nur ein Regelwerk zu haben, das sich den technischen Fragen anlehnt? Und das ist natürlich im Generellen ein Problem, wenn man den AI-Act als Ganzes betrachtet, weil wenn man sieht, dass die Standards, die geschaffen werden im Hochrisikobereich, in Wirklichkeit Anleitung geben, wie man etwas einsetzt. Aber eine Diskussion, ob man sie einsetzen soll, ist absolut nicht mehr gegeben. In Wirklichkeit haben wir diese Hochrisikobereiche und es werden vor allem bürokratische Hürden aufgestellt, KI zum Beispiel in der Bildung oder im Kreditwesen oder auch in der Strafrechtspflege einzusetzen. Es wird sozusagen mühsamer gemacht oder schwieriger gemacht, das zu machen, aber sie werden nicht wirklich verboten. Es gibt gar keine Diskussion, ob das eigentlich eine gute Idee ist, KI in der Bildung oder im Strafrechtswesen einzusetzen. Und wenn man sich den Diskurs ansieht, dann gibt es durchaus einige, die gemeint haben, dass das durchaus problematisch sein kann. Also ich würde mir durchaus wünschen, dass es ein bisschen mehr noch Diskurs darüber gibt, wann unter welchen Umsetzungsmöglichkeiten das eigentlich akzeptabel ist und wann nicht. Das Letzte, was ich noch ganz kurz anbringen möchte, hat Herr Kettemann eh auch schon aufgebracht, und das hat mit dem Individualrechtsschutz zu tun. Das ganze Regelwerk ist ja ganz hoch inspiriert vom Produktsicherheitsrecht, wo die Möglichkeit eines Beschwerdewesens nicht wirklich im Mittelpunkt gestanden ist. Und das ist eigentlich recht untypisch für Technologienregulierungen in Europa, wenn man sich das Datenschutzgesetz anschaut, wenn man sich die Datenschutzgrundverordnung ansieht oder dem DSA, dem Digital Service Act, anschaut, dann hat der Bürger, die Bürgerin die Möglichkeit, Beschwerde zu erheben. Jetzt im jetzigen Draft, im Draft vom Europäischen Parlament, ist das ganz klar angeregt. Da sind einige Rechte vorgeschlagen, die Individuellen das geben könnten. Und wir sollten sicher gehen, dass das auch dringend halten bleibt, dass das nicht am Ende noch herausgenommen wird. Weil ich finde es ganz, ganz wichtig, dass es eine Counterbalance zu diesem Conformity Assessment gibt, dass sich auch der Einzelne beschweren kann in Wirklichkeit. Und wenn man das sozusagen noch auf die Reihe bekäme, bevor der Draft verabschiedet wird, dann glaube ich, dass wir eigentlich auf guten Beinen stehen, ein Gesetz zu haben, das sehr, sehr hilfreich sein wird. Danke vielmals. Ja, vielen Dank, Frau Wachter. Und dann noch Frau Luxburg, die Frage, wie Sie das als KI-Praktikerin, sage ich mal, sehen. Welche Regulierungen wären aus Ihrer Perspektive wünschenswert und welche wären vielleicht auch für die Forschung zu einengend? Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt natürlich keinen juristischen Blick auf dieses Gesetz, sondern den Blick einer Informatikerin. Vorwegschicken will ich, dass ich die auch aus der Forschung heraus die ganzen Regulierungsanstrengungen sehr wünschenswert und sehr, sehr wichtig finde. Also ich finde es extrem wichtig, dass wir ein Gesetz auf den Weg bringen. Ich finde auch, vieles an dem Gesetz geht in eine gute Richtung, also der risikobasierte Ansatz, der dort gefahren wird und so weiter. Es gibt aber aus technischer Sicht, also ich habe das Gefühl, es sind noch ein paar Sachen, die vielleicht noch nicht so richtig super gelöst sind in dem Gesetz. Ich glaube, die richtigen Themen werden angesprochen, also das Thema Bias, Diskriminierung und so weiter, das wird an vielen Stellen erwähnt, dass wenn solche Software entwickelt wird, man darauf achten soll, dass keine Biases drin sind und so weiter. Da stellt sich mir aber so ein bisschen die Frage der Umsetzung und der Kontrolle. Das schließt so ein bisschen an das an, was die Sandra Wachter gesagt hat. Das ist natürlich schön, wenn die Firmen alle dokumentieren, wir haben diese 7 Sachen gemacht, damit kein Bias drin ist. Aber wer kontrolliert das eigentlich und wer hätte auch die Macht zu sagen? Also das ist eigentlich nicht der Stand der Technik, oder vielleicht gibt es bei dieser Anwendung überhaupt keine Möglichkeit, den Bias zu kontrollieren. Und wir würden diese Anwendung deswegen gar nicht gerne haben wollen. Der zweite Punkt, mit dem ich mich jetzt besonders auskenne, ist jetzt, hat mit diesem Erklärbarkeitsaspekt zu tun. Also ein großer Teil ein wichtiger Teil des Gesetzes beschäftigt sich ja eigentlich mit diesem Unwohlsein, was man hat. Das sind diese ganzen Blackbox-Modelle, die machen Entscheidungen über Personen, und wir wollen eigentlich wissen, wie diese Entscheidungen zustande kommen, und im besten Falle würden wir sie gerne auch kontrollieren können. Und um das umzusetzen, wird in dem Gesetz an vielen Stellen immer darüber geschrieben, dass entweder die Sachen erklärbar sein sollen oder Transparenz hergestellt werden soll dadurch, dass ausführlich dokumentiert wird, welche Daten verwendet wurden und welches Training und welche Parameter und so weiter. Jetzt aus meinem technischen Gesichtspunkt her würde ich sagen, dass man durch diese Methoden das Vertrauen eigentlich nicht gewinnen kann. Also wenn dort Methoden verwendet werden, die Blackbox-Methoden sind, tiefe Netzwerke zum Beispiel, da wird es keine Erklärbarkeitsmethoden geben, mit denen man auf sinnvolle Art und Weise wirklich erklären kann, was diese Dinger machen. Weder als gesamtes Modell
noch für einzelne Entscheidungen. Und ich glaube, was in dem Gesetz eigentlich nicht drin steht, ist, was passiert denn, wenn die Erklärungen nicht ausreichend? Also wann würden wir denn sagen, eine Erklärung ist ausreichend? Also die Bank kann mir immer sagen, du kriegst den Kredit nicht, weil du zu wenig Geld verdienst. Aber wann glauben wir diese Erklärung? Wann glauben wir sie nicht? Wer würde das kontrollieren? Und was würden wir machen, wenn wir diesen Erklärungen nicht glauben? Wäre denn dann die Konsequenz, dass die Bank dieses System einfach so nicht verwenden kann? Und diese Diskussion, das steht natürlich so, es ist der subliminale Text, der da irgendwie hinten drin steht, aber also zumindest aus meiner Informatikperspektive ist mir das nicht explizit genug an der Stelle. Also ich glaube, man muss sich wirklich sehr klar sein, Blackbox-Methoden wird man nicht transparent hinkriegen, auch nicht durch staatliche Kontrolle, auch nicht durch Offenlegung des gesamten Codes. Das ist so viel, das gibt keine Menschen mehr, die dieses, kein Kontrolleur, der sich sowas anschauen kann und sagen kann, das stimmt alles oder macht alles Sinn. Und da fehlt mir noch so ein bisschen die Entscheidung, wie geht man damit um in bestimmten Situationen, wenn jetzt irgendjemand sagt, mein Modell ist aber ein Blackbox-Modell und wir aber eigentlich das Gefühl haben, die Erklärungen sind nicht, die stimmen nicht oder gibt es nicht oder die kann man nicht einlösen. Also das ist ein Aspekt, der mir sehr fehlt. Zu den generativen und Sprachmodellen, also ChatGPT und so weiter, Bildgenerierungsmodellen, steht zwar in den neueren Texten von diesem Entwurf was drin, ist aber meiner Meinung nach auch sehr oberflächlich und wahrscheinlich auch noch nicht zu Ende gedacht, was jetzt vielleicht auch nicht so überraschend ist, weil die gibt es ja jetzt auch noch nicht, oder das Thema ist jetzt ja erst seit einem halben Jahr oder so wirklich aufs Tapet gekommen. Auch da glaube ich, dass es noch vieles gibt, was man verbessern kann. Da steht eigentlich im Moment nicht viel mehr drin, als dass die Firmen das bitte vorsichtig umsetzen sollen und alles schön dokumentieren sollen. Dann wird zwar erwähnt, man sollte dokumentieren, ob das ein Risiko für die Demokratie ist, aber auch hier ist mir wieder so ein bisschen, na, was heißt denn das jetzt? Wann wäre das denn ein Risiko für die Demokratie und was würde denn dann daraus folgen? Also, und das ist eigentlich so aus meiner Sicht das, was ich noch am problematischsten an diesem Gesetz finde. Es stehen zwar viele richtige Dinge drin, aber was mir fehlt, ist eigentlich die letzten Endes wahrscheinlich staatliche Kontrolle. Wer soll das eigentlich überprüfen? Es ist wahrscheinlich auch eine politische Frage. Also in Deutschland wüsste ich nicht, welche Institution das eigentlich sein sollte, die diese ganzen Sachen überprüft und die technische Expertise und auch die Manpower hat, solche Systeme einfach mal zu überprüfen. So, das ist mal so meine erste Einschätzung aus technischer Sicht. Ja, danke schön. Das hat schon einige Fragen, die ich mir aufgeschrieben hatte, eigentlich beantwortet. Wir haben hier eine Frage, die in verschiedensten Versionen schon gestellt wurde und die ich mir eigentlich auch aufgeschrieben hatte. Ich stelle die mal an Sie, Frau Wachter. Und es geht um die Warnungen, die aus den Reihen der KI-Experten kommen, wie die jetzt gerade einzuschätzen sind und dass es eben Kritiker gibt, die solche Aufrufe als Strategie bezeichnen, um sich weitere Märkte auch dem KI-Sektor zu sichern, während dann zum Beispiel kleinere Startups auf der Strecke bleiben. Und das ist ja auch manchmal eine Kritik, die gegenüber dem AI-Act geäußert wird, dass dann diese Art der Regulierung natürlich die kleinen Firmen viel härter trifft als die großen Firmen. Die großen Firmen haben eben einfach viel mehr Möglichkeiten, sowas einzuhalten und mehr Ressourcen da reinzustecken. Wie schätzen Sie diese Warnungen ein und auch gerade im Hinblick darauf, dass es vielleicht für kleinere Firmen schwieriger wird? Das verstehe ich natürlich, aber wenn man sich sozusagen den AI genauer ansieht oder im generellen Technikregulierung in der Europäischen Union im Generellen, dann wird darauf immer auch abgestellt, dass es Startups und SMEs weniger stark treffen soll. Das hängt davon ab von Dokumentationspflichten, das hängt davon ab, wie viel Strafen dann letztlich aufgebrummt werden, wenn es dazu kommt. Das wird natürlich mit beeinträchtigt. Also die zu sagen, dass man das nicht mit hineinbezieht, das halte ich für übertrieben. Das andere, was man tatsächlich sagen muss, ist, dass wenn man sich im Hochrisikobereich bewegt, dann hat man eben auch eine gewisse Art von Verantwortung zu tragen. Und wenn man die Manpower nicht hat, ein System herzustellen, das keinen Bias hat, dann soll man es vielleicht auch nicht in der Strafrechtspflege einsetzen. Nicht jeder muss Hochrisiko-KI herstellen. Und das ist natürlich auch etwas, das man sich mitbedenken muss. Und deswegen finde ich auch den Risikoansatz grundsätzlich sehr gut. Und dann muss der Grundrechtsschutz einfach mitgelebt werden. Aber grundsätzlich, ja, gibt es ausgleichende Maßnahmen für die kleineren Unternehmen. Aber wie gesagt, bei bestimmten Dingen muss sich einfach wirklich jeder dran halten, weil die Demokratie und der Bürger darunter zu leiden haben, wenn das Ding schadhaft ist. Eine Frage an Sie, Herr Kettemann. Der Journalist schreibt, die DSGVO zeigt, dass auch die Verordnungen sehr unterschiedlich umgesetzt werden, zum Teil eben selbst in Bundesländern, wenn die Datenschutzbeauftragten sehr aktiv sind.
Droht dann auch beim AI-Act eine Zerfaserung unterschiedlich strenger KI-Regulierung in der EU? Und gibt es dann auch die Gefahr der Verlagerung von Unternehmen in Länder, in denen das Recht eher lax gehandhabt wird? Die Gefahr besteht natürlich, genau wie man das jetzt auch im Bereich der anderen digitalen Regeln sieht, wie zum Beispiel dem Rechtsakt zu digitalen Diensten. Können Sie einen Tacken lauter sprechen? Sorry, dass ich immer bei Ihnen... Entschuldigung. Die Gefahr besteht natürlich, dass es zwar zu einem guten Gesetz kommt, dass das dann aber nicht gut umgesetzt wird, besonders auch in Ländern mit föderalen Strukturen, wo es ja nicht nur innerhalb der Staaten, innerhalb der Staatenkompetenz Schwierigkeiten geben könnte zwischen EU und den Staaten, sondern auch innerhalb der jeweiligen der Länder. Ich sehe aber im Bereich der KI hier weniger Probleme auf uns zukommen als in anderen Bereichen der digitalen Gesellschaft, wie gerade bei den Plattformen, bei den digitalen Diensten, weil KI-Regulierung regelmäßig etwas ist, wovon alle staatlichen Stakeholder sehr, sehr überzeugt sind, dass das nötig ist. Insofern glaube ich, dass hier die Durchsetzung innerhalb der Staaten relativ gut erfolgen wird. Was aber in der Tat herausfordernd sein wird, ist die Frage, ob man durch eine zu starke Regulierung nicht den europäischen digitalen Binnenmarkt im Bereich der KI beschädigt. Das ist dieses große Innovationsdilemma. Wenn wir zu spät regulieren, kann es sein, dass wir die gesellschaftlichen Folgen schon gewärtigen müssen. Wenn wir zu früh regulieren, kann es sein, dass wir Innovationskraft hemmen. Ich würde aber sagen, dass der KI-Rechtsakt, so wie er jetzt sich darstellt, diesen Spagat ganz gut trifft. Höchstens, dass man in den Bereichen der Risikoanwendungen noch einmal präziser darlegt, wie diese dann effektiv überwacht werden können, ohne ein zu großes, ohne zu große Belastung der Unternehmen, dass das zu einer zu großen Belastung der Unternehmen führt. Eine Anschlussfrage noch an das, was Sie gesagt haben, Frau Luxburg. Also meine Frage wäre eigentlich gewesen, wie gut kann man Sprachmodelle überhaupt überprüfbar machen? Und da haben Sie ja schon gesagt, dass das zum Teil sehr schwierig ist. Was ist denn Ihre Einschätzung und danach vielleicht auch noch von Frau Wachter, wer kann denn dann dafür verantwortlich gemacht werden, wenn quasi durch die Sprachmodelle was, ja, irgendwelche illegalen Sachen gemacht werden oder irgendwas passiert, was so nicht intendiert war, weil das Sprachmodell falsche Sachen rausgegeben hat? Also kann man das überhaupt logisch dann quasi dem Entwickler anhängen oder muss man sagen, wer auch immer das dann wirklich in der Praxis einsetzt, muss dann nochmal genauer drauf gucken? Also ich kann jetzt dazu nicht die rechtliche Seite, das soll dann die Sandra Wachter erklären, aber aus technischer Sicht, also natürlich, ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Es gibt einmal die Entwickler, die einfach das Sprachmodell entwickeln, mit dem man dann alle möglichen Dinge tun kann. Wenn hinterher mit dem Sprachmodell jemand Fake News produziert und so versucht, den Wahlkampf in irgendeinem Land zu beeinflussen, ist das natürlich sicher nichts, was man dem Entwickler jetzt die Verantwortung geben kann, wenn man ihm zumindest erlaubt, solche Sprachmodelle zu bauen. Das heißt, also für ganz konkrete Anwendungen ist, denke ich, der oder diejenige verantwortlich, der das macht am Schluss. Das Problem wird aber trotzdem sein, also in welche Art der Verantwortung man den Entwicklerinnen eigentlich am Schluss oder den Firmen, die es entwickelt oder wer auch immer dann die rechtliche Person sein wird, die dafür verantwortlich ist, wie man das festlegen will. Also ich denke, es ist sehr schwierig, einer einzelnen Person da auch nur irgendeine Verantwortung zu geben. Die Systeme sind so riesig und unübersichtlich. Also man kann natürlich vieles an diesem Training beeinflussen, aber was am Schluss rauskommt, am Schluss kann es niemand so richtig vorhersagen. Die Dinger funktionieren erstaunlich gut, aber scheitern ja auch an erstaunlichen Dingen und produzieren oft auch Ausgaben, die man natürlich jetzt eigentlich nicht gerne hören würde. Ich glaube mal, und was im Moment ja passiert ist, dass man im Hintergrund ganz viele Clickworker hat, die sich wochenlang irgendwie die Sprachmodelle anschauen und einfach mal gucken und versuchen zu sagen, diese Ausgabe wäre jetzt aber unerwünscht. Man kann das im Vorhinein, glaube ich, nicht ausschließen. Also das Training ist zu komplex, die Datenmenge ist zu komplex. Man muss sich einfach damit überlegen, wie man damit umgeht, mit der Tatsache, dass da manchmal Sachen rauskommen, die entweder diskriminierend sind, die man nicht hören würde, die vielleicht falsch verwendet werden. Es ist aber, man kann den Firmen, glaube ich, nur eine gewisse Vorsicht auferlegen, aber jenseits dessen muss sich die Gesellschaft am Schluss überlegen, wollen wir diese Dinge haben oder wollen wir sie nicht haben. Das ist eine Grundüberlegung, die man, glaube ich, nicht an die Firma auslagern kann. Die Firma will damit Gewinn machen. Die Gesellschaft müsste am Schluss sagen, wollen wir den Firmen erlauben, Sprachmodelle zu bauen, mit denen sie Gewinn machen können? Wenn ja, müssen wir aber damit leben, dass die in bestimmten Teilen unkontrollierbar sind.
Und in Anbetracht dieses Dilemmas die sehr einfache Frage an Sie, Frau Wachter, wie kann das dann regulatorisch gelöst werden? Ja, das ist auch noch so eine Hoffnung, die ich habe, dass das im AI Act sich noch ein bisschen verbessert. Für mich ist es auch ganz wichtig, dass Verantwortung über den gesamten Lebenszyklus des Produkts gespielt wird. Und für mich gibt es drei Akteure, die da in Frage kommen. Es kommen in Frage diejenigen, die die Foundation Models herstellen, diejenigen, die die Foundation Models dann nutzen, eine Applikation daraus machen und dann diejenigen, die sie benutzen. Das sind diese drei Ketten, die jedenfalls gedacht werden müssen. Im Moment konzentrieren wir uns hauptsächlich auf den ersten, auf die, die die Foundation Models herstellen. Das ist meines Erachtens nicht ausreichend. Man kann es ein bisschen vergleichen, wenn man sich eine Analogie zur Keramikherstellung sich überlegt. Ja. Da gibt es denjenigen, der den Ton liefert, verkauft derjenige, der den Ton nimmt und daraus eine Vase oder einen Aschenbecher formt und dann denjenigen, der den Aschenbecher oder die Vase kauft. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Haftung aufzuteilen. Derjenige, der den Ton herstellt, der muss sicher gehen, dass der Ton nicht giftig ist. Das heißt, bestimmte Dinge müssen Foundation Models einfach haben, ganz egal, wo sie eingesetzt werden, weil egal, ob es ein Aschenbecher oder eine Vase ist, der Ton sollte nicht giftig sein. Und dann sind diejenigen, die daraus eine Applikation schaffen, das ist ChatGPT, ist es Galactica, ist es etwas, das zur Krebsdiagnose eingesetzt wird, ist es ein Chatbot für Therapie, ganz andere Haftungs- und Risikobereich, nicht? Ein Aschenbecher ist keine Vase. Das eine ist zum Blumen hineingeben, das andere ist zum Rauchen anregen. Das ist einfach ethisch und fundamental etwas ganz anderes. Das heißt, zusätzlich zum nicht giftigen Ton muss auch der in die Haftung genommen werden, der mit dem Ton etwas macht. Und dann gibt es den Menschen, der das Ding dann nutzt, der Endnutzer. Und der wird eine Vase, einen Aschenbecher kaufen und der kann eine Vase nutzen, um Stifte hineinzugeben oder Münzen oder Blumen oder er kann sie jemanden über den Kopf ziehen. Und wenn man sie jemandem über den Kopf zieht, dann muss man dafür auch haften. Und so in der AI-Act schaut sich eher den Tonlieferanten an. Und mir wäre es ganz recht, wenn man sich dann eben auch noch den Vasenhersteller oder den Vasenschleuderer in die Haftung hineinnimmt, weil jeder, der von diesen Leuten auch eine Verantwortung zu tragen hat und Einfluss hat. Diejenigen, die Einfluss haben, sind auch diejenigen, die Haftung tragen sollten. Und wie gesagt, es ist noch nicht zu spät, das sich zu überlegen. Das könnte man ganz einfach noch einfügen, um diese Haftungsketten zu schließen. Hier gibt es noch eine Nachfrage an Sie, Frau Luxburg. Ob die Person das richtig sieht, dass sie die Gefahr der Regulierung für die Innovation und die Innovatoren gar nicht als so groß einschätzen, weil es ohnehin nicht kontrolliert werden kann. Also würden Sie sagen, die Warnung vor einem Abwürgen von Innovationen sind übertrieben? Und wo würden Sie den goldenen Mittelweg zwischen Nutzen der Chancen und Minimierung der Risiken sehen? Ja, das ist jetzt so eine Frage, wo ich eigentlich nicht die Richtige bin, weil ich denke, die richtet sich eher an Leute, die sich mit Wettbewerbsrecht und so weiter auskennen. Das ist jetzt ja nicht meine Expertise. Ich denke, im Prinzip wird diese Regulierung, so wie sie im AI-Act im Moment steht, überhaupt nichts an der Innovationskraft irgendwie verändern. Man muss gewisse Dokumentationspflichten haben, aber viel mehr wird im Moment ja auch nicht verlangt. Also das heißt, ich sehe nicht, dass die Regulierung, so wie sie im Moment steht, auf einmal die ganzen Innovationen hier bei uns irgendwie abwirkt und wir keine Startups hier mehr vor Ort gründen können. Also das ist jetzt aber meine Einschätzung aus der Informatikerinnenperspektive auf eine Frage, zu der ich, glaube ich, nicht so viel sagen kann. Ja, aber da interessiert ja auch gerade die Praxisperspektive, ob Sie sich jetzt irgendwie denken, dass die Forschung eingeengt wird von der Regulierung oder so. Also die Forschung wird von diesem Ganzen ja überhaupt nicht betroffen. Also in der Forschung sehe ich überhaupt nicht, wie die Forschung durch diesen AI-Act in irgendeiner Form eingeschränkt wird. Natürlich muss sich jeder und jede selber überlegen, an welchen Themen will man forschen und wo sieht man selber die rote Linie. Aber auch selbst da gibt es ja, ist zwar eine Diskussion im Gange, aber es ist sehr unklar, was das Ergebnis davon sein könnte. Also dieser Act wird die Forschungsfreiheit sicher in keiner Weise beschneiden. Mhm. Frau Wachter? Ja, ich wollte nur einen Halbsatz dazu sagen, weil sozusagen immer gesagt wird, dass das Recht Innovation aufhält. Und ganz oft, wenn Leute sagen, es hält Innovation auf, dann meinen sie nicht Innovation und Entwicklung oder Forschung, sondern sie meinen Profit. Und das muss man ganz klar trennen. Der AI-Act, wie Frau Luxbrief bereits gesagt hat, hält die Forschung in keinster Weise auf, sondern gibt nur ethische oder rechtliche Leitlinien, wie Produkte dann sicher in die Gesellschaft eingefügt werden.
Und das ist für mich kein Aufhalten von Innovation, das ist ein Sicherstellen, dass Innovation auch sicher und ethisch und rechtlich sicher ist. Und man muss sich dann auch überlegen, will man diese Leute dann auch einladen, am Markt teilzunehmen, wenn sie sagen, wir kommen nicht, wenn wir uns an ethische Leitlinien halten sollen, nicht? Da muss man sich halt auch fragen, ob das die Art von Wirtschaft ist, die man fördern will. Oder will man lieber die Leute haben, die Ethik mit offenen Armen aufnehmen und Produkte so gestalten, dass sie nicht schädlich für die Gesellschaft sind. Herr Kettemann, noch kurz dazu. Wir sehen genau das Phänomen, das Frau Professorin Wachter angesprochen hat, das sehen wir in anderen Bereichen der Digitalwirtschaft. Wir sehen zum Beispiel, dass die Plattformen in den letzten Jahren zu wenig reguliert haben und erst jetzt im Nachhinein kommen neue Regeln. Beim KI-Rechtsakt ist es ein bisschen anders, weil die ganz wichtige gesellschaftliche Wirkbereiche sind zwar schon in Ansätzen, aber noch nicht gänzlich durch KI umgepflügt worden. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, regulierend vor die Welle zu kommen. Und deswegen sind die Debatten, die wir aktuell führen, auch so wichtig, dass wir sicherstellen, hier eine gute Balance zu finden zwischen Regulierung, Einhegung von Risiken und Ermöglichung von Entwicklungsperspektiven. Die KI muss einfach inklusiv gestaltet werden und auch die Prozesse, um über die KI-Regulierung zu verhandeln, müssen möglichst inklusiv sein. Wir dürfen nicht nur an Europa denken, sondern auch an die globalen Wirkungen von europäischer Regulierung. Das ist ein Vorbildgesetz. Daran werden die nächsten Rechtsakte gemessen werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier die Sachen richtig hinkriegen. Noch direkt eine weitere Frage an Sie, und zwar, ob der Zeitplan Ende des Jahres noch realistisch ist und wie das mit den Verzögerungen zu interpretieren ist. Also kommt nicht mit jeder Verzögerung das Risiko auf, dass sich die KI weiterentwickelt und dann muss wieder nachgebessert werden? Und wie kann man damit umgehen, dass das potenziell natürlich ein endloser Kreis werden kann, aus Regulierungsperspektive? Nach meinem besten Wissensstand ist Ende des Jahres immer noch angedacht als der Zeitpunkt, wann das dann verabschiedet wird. Dann dauert es natürlich noch einige Zeit, bis zu 2 Jahre, bis hier die vollständige Anwendung erfolgt. Es ist ein spannendes, wichtiges Thema, wo viele aktuelle Entwicklungen zu bewertigen sind. Deswegen dauert es einfach einige Zeit, bis hier alles eingearbeitet wird. Gleichzeitig sehe ich nicht das große Problem, ein paar Wochen länger zu verhandeln, einfach deswegen, weil die gute Regulierung zukunftsoffen ist und eben nicht auf spezifische technische Phänomene, sondern eben eher auf gesellschaftliche Wirkungen abzielt. Hochrisikobereiche sollten offen definiert werden und die Wirkung in der Gesellschaft soll in den Mittelpunkt genommen werden. Die Regeln sollen so abstrakt wie nötig formuliert werden, um sicherzustellen, eben, dass das Gesetz nicht veraltet ist, bevor es in Kraft tritt. Gut, wir haben noch eine Frage, die ich an Sie stelle, Frau Wachter. Erstmal, also laut dem Entwurf des AI Act sollen ja generative KI-Systeme gekennzeichnet werden, also dass der Inhalt von einer KI erstellt wurde. Ist da schon absehbar, wie genau das gemacht werden soll, also wie das in dem Gesetz verankert werden soll, und werden dann jetzt Wasserzeichen für generative KI verpflichtend? Ja, ich hoffe sehr, dass das durchgeht. Das ist jedenfalls im Moment angedacht. Ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass die Entwickler in die Pflicht genommen werden, die Outputs zu kennzeichnen. Die Sache ist nur, dass es natürlich keine perfekte Lösung sein wird, weil es immer einen Schlauen geben wird, der das Wasserzeichen entfernen kann. Aber wie gesagt, es wird immer Leute geben, die das Gesetz brechen. Das ist auch nicht wirklich etwas Neues. Das heißt nicht, dass die Wasserkennzeichnung eine schlechte Idee ist. Es bedeutet nur, dass wir uns wie immer in einem Katz-und-Maus-Spiel befinden werden, wie beim Datenschutz, wie in Cybersecurity, dass es immer die gibt, die ein System sicher gestalten wollen und diejenigen, die es in das eindringen wollen. So ist es halt nun mal. Das bedeutet in Wirklichkeit, dass wir wahrscheinlich auch Funding locker machen müssen, damit neue Tools entwickelt werden können, dass man erkennen kann, wenn ein Wasserzeichen entfernt worden ist. Und wenn man damit dann sozusagen auch noch Strafen in
verabschieden würde, dann würde das sozusagen auch noch einen Anreiz geben, keine Wasserzeichen mehr zu entfernen. Und zusätzlich, was auch noch sehr, sehr gut wäre, ist, wenn es sektoriell sich eben angeschaut wird, wie man mit KI dann umgeht. Das bedeutet, ja, Wasserkennzeichnungsverpflichtung natürlich, aber vielleicht auch, wie zum Beispiel die Journals in der Wissenschaft das bereits gemacht haben, die sagen, wenn ChatGPT genutzt worden ist, um einen Artikel herzustellen, dann muss das angegeben sein. Oder manche haben überhaupt gesagt, das ist nicht erlaubt. Science oder Nature, einer der beiden, haben gesagt, sie erlauben das zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Das Gleiche kann man sich für den Journalismus eben auch erklären, dass so ein bisschen auf sektoreller Ebene ebenso Transparenz gelebt wird, dass wenn das genutzt wird, dass das auch offengelegt werden muss. Und das gibt dann demjenigen, der es liest, ein bisschen eine bessere Perspektive, wie ernst zu nehmen das ist, was sozusagen gelesen wird. Und ich glaube, dass man damit mit dem umgehen kann. Und wie gesagt, mit Lügen und Fake, mit dem beschäftigen wir uns, indem es Menschen gibt. Das ist jetzt nur eine neue Iteration, wo es einfach darum geht, mit der Technik mitzuhalten. Nochmal eine Nachfrage dazu, wie man sicherstellen kann, dass KIs quasi nichts Schlechtes, Illegales tun. Ich stelle die an Sie, Frau Luxburg. Wenn man bei ChatGPT quasi streng auslegen würde, dass Firmen haftbar wären für das, was die KIs machen, dann könnte man die ja eigentlich nicht mehr verwenden. Das ist die erste quasi erstmal die Frage. Aber erstmal die Frage, ob das quasi richtig verstanden wurde und wenn man das mit den richtigen Prompts immer etwas Schädliches oder Illegales produzieren kann, dann kann man das ja eigentlich nicht mehr ausschließen. Und welche Entwicklung erwarten Sie dazu? Also ich glaube, man muss das ganz prinzipiell so sehen. Die Techniken, die in der KI entwickelt werden, die Techniken an sich, die sind erstmal neutral. Das ist wie, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Betriebssystem für den Rechner entwickelt, Windows. Diesen Rechner kann jetzt jemand in der Wissenschaft benutzen, das kann ein Terrorist benutzen, das kann jemand Tolles, jemand Böses, jeder kann dieses Zeug benutzen. Also an sich kann man nicht sagen, es gibt bestimmte Entwicklungen, die man nur für gute Sachen verwenden kann oder andere Entwicklungen, die man nur für schlechte Sachen verwenden kann. Mit diesem Dilemma werden wir einfach leben müssen. Jedes Tool, was wir herstellen, auch ChatGPT, kann ganz wunderbar sein, um für mich die E-Mail zu schreiben, auf die ich selber keine Lust habe, aber es kann sicher auch Dinge produzieren, die wir nicht hören wollen. Man kommt aus diesem Dilemma einfach nicht raus. Wenn jetzt die Konsequenz ist, dass eine Firma für jeden Satz, den ChatGPT ausgibt, direkt haftbar sein muss, dann haben die Firmen wahrscheinlich ein Problem, weil man das einfach in dieser Form nicht kontrollieren kann. Es ist unmöglich, eine Software zu schreiben, von der man schon im Vorhinein sagen kann, sie wird niemals etwas ausgeben, was irgendwie nicht erwünscht ist. Man kann versuchen, natürlich vieles davor zu tun, dass das nicht passiert. Man kann das dokumentieren und so weiter. Prinzipiell ausschließen können wird man es nicht. Und es ist dann wahrscheinlich die Abwägung der Firma, sich zu überlegen, wie gut ist das Tool, was ich im Moment habe und riskiere ich es jetzt, mit diesem Tool in den Markt zu gehen und im Zweifelsfall die Strafen dann dafür in Kauf zu nehmen oder halt nicht. Aber das ist jenseits, also man kann vieles dafür tun, aber man wird es sicher nicht foolproof machen können. Ja. Herr Kettemann, Sie hatten sich noch gemeldet. Also der Punkt dazu, also der ist, Menschen sind sehr kreativ und jetzt im Limit auf. Man kann bei der GPT zum Beispiel, man fragt, wie stellt man Giftgas her, sagt das System, das kann ich nicht sagen. Ne? Wenn man aber zum Beispiel fragt, welche beiden Stoffe soll ich auf keinen Fall verbinden, um Gesundheitsschäden zu produzieren, dann kommt eine Antwort. Ne? Das heißt, man kann das immer ein bisschen umgehen. Aber was die Frau Kollegin Luxburg gemeint hat, ist ganz wichtig. Haftungsfreistellungen sind innovationsfördernd. Die Digitalwirtschaft, wie wir sie heute kennen, hätte nicht so entstehen können, gäbe es nicht schon seit langer Zeit in Amerika kommen, eine prinzipielle Haftungsfreistellung für Plattformen, für Online-Kommunikation. Die haften erst dann, wenn sie das kennen. Dasselbe System, dasselbe Regulierungssystem gibt es auch in der E-Commerce-Richtlinie und jetzt auch im Digital Services Act. Und diese Idee, dass man sagt, man muss sich genau überlegen, wann wer Haftung bekommt. Das ist ganz wichtig für jede Innovation, fördernde Regulierung. Das System, das jetzt im Act drinnen ist, macht für mich deswegen durchaus Sinn. Und zu viel Haftungs zuzuschreiben, zu viel Haftung zuzuschreiben, kann dazu führen, dass hier wirklich Innovationshemmnisse entstehen. Mhm. Eine Frage noch an Sie, Frau Wachter. Die Journalistin merkt an, dass es Technologiefirmen gibt, die mit Blick auf die bevorstehende Regulierung schon ein bisschen verzweifeln und über einen Standortwechsel nachdenken. Wie überprüft die EU denn die Praxistauglichkeit der geplanten Regulierung? Also ist da ein Feedback-Prozess geplant oder wird ab Inkrafttreten einseitig reguliert und die Unternehmen müssen einfach schauen, wo sie bleiben?
Nein, nein, ganz im Gegenteil. Da gibt es immer eine, das ist auch gute Praxis bei Technologiegesetzgebung in der Europäischen Union. Das ist jetzt für den IACT vorgesehen, das ist auch für die für den DSA vorgesehen. Genau so ein was ist denn im letzten Jahr passiert, Review mehr oder weniger gemacht wird, wo man Feedback von den Leuten bekommt und sieht, wie das die Praxis tatsächlich beeinflusst hat, wie hilfreich diese Mechanismen waren, und dann kann man eben nachbessern. Das ist dann auch eine Möglichkeit, sich zu überlegen, ob die bestimmten Hochrisikogruppen, wie sie jetzt immer aufgezeichnet sind, sinnvoll sind, ob da bestimmte drinnen sind, die man vielleicht nicht mehr braucht, oder das Neue, die hineingefügt werden sollen, und man im Nachhinein nachbessern könnte. Also das ist im Generellen eine gute Praxis, dass es einen Review-Prozess eingebaut gibt, der sozusagen schauen soll, ob das Ding auch das tut, was es tun soll. Gut, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Vielleicht noch eine schnelle Nachfrage an einem konkreten Beispiel an Sie von einer Journalistin. Wenn jetzt eine KI in der Medizin eine Fehldiagnose erzeugt, wer ist dann haftbar? Also der Arzt oder das KI-System? Ja, das ist eine sehr gute Frage, nicht? Also man kommt wahrscheinlich auf den Einzelfall an. Kann durchaus sein, dass es zu einer geteilten Haftung kommt. Kommt auch darauf an, wo der Fehler gelegen ist. Ist das ein Technologienfehler? Ist sozusagen derjenige, der Tonhersteller, ist derjenige in der Verantwortung zu ziehen, weil bestimmte Parameter nicht eingehalten wurden? Zum Beispiel Bias-Schutz ist ja eines dieser Dinge, die drinnen vorkommen müssen. Und Bias in der Medizin ist natürlich sehr, sehr bekannt. Ganz oft sind Diagnosen Fehldiagnosen für Frauen oder nicht weiße Menschen, weil die Daten eben gebiased sind. Jetzt die Frage, hat derjenige, der die medizinische Software hergestellt hat, Maßnahmen gesetzt, um dem entgegenzuwirken, und wie gut waren diese Maßnahmen? Und dann muss man sich im gleichen Gleichzug ansehen, wie der Mediziner gehandelt hat. Nicht hat der sozusagen mit der KI zusammenschieden, wie viel Freiheit hat er gehabt, sich gegen die KI auch zu entscheiden. Also man kann es in dem Maß gar nicht sagen, wird wahrscheinlich auf den Einzelfall ankommen und wird auch ankommen, ob der Arzt im Spital angestellt ist oder ein Freiberuflicher ist. Also es wird eine offene Frage, wahrscheinlich eine Versicherungsfrage im Endeffekt mal sein. Herr Kettemann noch dazu? Da gibt es auch auf EU-Ebene gerade Entwicklungen. Es gibt nämlich neben dem Rechtsakt zur KI auch eine Richtlinie zur Haftung für KI-Schäden, die gerade in Ausarbeitung ist. Eine neben den angesprochenen Problemen, von der DTV-Professor Wachter angesprochen hat, wird da drin etwas vorgesehen, was ganz praktisch ist, nämlich eine widerlegbare Vermutung, dass die KI den Fehler gemacht hat. Und dann muss sich die entweder der Produzent oder der KI-Anwender, je nach Fallsituation, erst frei beweisen. Das heißt, es ist nicht so, dass dann der Geschädigte nachweisen muss, dass die KI den Schaden verursacht hat, sondern diese Verantwortung liegt dann bei den Unternehmen. Die kann dann auch gerichtlich durchgesetzt werden, und die Firmen müssen unter anderem dann die Trainingsdaten bekannt geben, Qualitätsmanagementsysteme offenlegen, Kulturmaßnahmen nachweisen. Hier tut sich also auch noch sehr viel, nicht im KI-Rechtsakt, sondern dann in einem eigenen, noch kommenden Regelungswerk. Ja, vielen Dank. Genau, vielleicht noch an Sie, Frau Wachter, noch eine ganz schnelle Nachfrage, bevor wir zu den Abschlussstatements kommen. Es geht ja auch um die Definition von KI zwischen Rat und Parlament, Kommission, da wird viel drüber geredet. Da geht es auch darum, wie eng und breit die Definition sein soll. Kann eine zu enge Definition die Regulierung schwächen, und ist da sich jetzt mittlerweile eine Einigung in Sicht, oder ist das eigentlich eine offene Frage noch? Ja, es ist juristisch gesehen ganz, ganz wichtig, eine gute Definition zu finden, die nicht zu breit und nicht zu eng ist, sozusagen den goldenen Mittelweg bringen. Die Diskussion, die mir so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat, ist sozusagen die, wenn die Leute, die sich darüber beschwert haben, dass das AI nicht genau definiert ist, sind doch diejenigen, die gesagt haben, naja, in Wirklichkeit geht es hier ja überhaupt nicht um KI oder maschinelles Lernen, sondern es ist in Wirklichkeit ja nur Statistik oder ein Spreadsheet. Und das ist meiner Meinung nach,
egal. Wenn es Schaden anrichtet, soll es haften. Und das ist sozusagen, wo mir ein bisschen die Geduld ausgegangen ist, aber einem gewissen Zeitpunkt, weil sozusagen zu sagen, naja, wir sollen es nicht regulieren, weil es ist nicht so komplex gestaltet wie Cutting-Edge AI, spielt für mich keine Rolle. Wenn ein Spreadsheet Leute diskriminiert auf dem beim Einstellungsprozess, dann muss da Haftung her. Deswegen ist sozusagen der risikobasierte Bereich sehr, sehr hilfreich in der Art und Weise. Und deswegen sollte man die Definierung auch ein bisschen weiter fassen lassen. Denn wenn das Ding dazu fähig ist, Leute zu benachteiligen und bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft zu benachteiligen, dann muss da sozusagen Haftung herhalten. Das heißt, ja, Definitionen sind wichtig und richtig, aber man soll sich nicht austricksen lassen und sagen, ah, wir brauchen diese sozusagen Basisalgorithmen nicht regulieren, weil sie nicht so komplex sind wie neuronale Netze. Wenn sie denselben Schaden anrichten wie neuronale Netze, dann müssen sie in die Haftung gezogen werden. Oder eigentlich die Menschen, die sie herstellen müssen, in die Haftung gezogen werden, weil der Algorithmus ist ja keiner, der Haftung übernehmen kann, sondern derjenige, der es herstellt. Frau Luxburg, gibt es in der Forschung eigentlich eine einheitliche Definition von KI oder gibt es da auch unterschiedliche Ansichten? Ja, wir probieren das am besten gar nicht zu definieren. Es gibt einfach so viele verschiedene Ansätze. Ich glaube nicht, dass irgendjemand eine einheitliche Definition dafür hat. Und jeden, den man fragt, der versteht auch was anderes drunter, genauso wie jeder was anderes glaubt, was intelligent ist oder nicht. Also ich würde vermuten, es ist schlau, nicht zu versuchen, das genau zu definieren, sondern die Frage sehr offen zu halten. Vor allem auch, weil wir auch nicht wissen, was es in 3 Jahren wieder für neue Techniken gibt. Und es muss ja so offen gestaltet werden, dass das Gesetz dann immer noch sinnvoll ist. Ja. Gut, dann vielen Dank erstmal. Dann kommen wir schnell zu den Abschlussstatements und eben meiner finalen Frage an Sie. Was würden Sie sich vom AI-Act jetzt eigentlich wünschen? Fangen wir mal mit Ihnen an, Herr Kettemann, und gerne noch etwas lauter zum Abschluss, wenn es geht. Sehr gerne, ja. Loud and proud. Ich würde mir wünschen, dass die Diskussionen in einem baldigen Abschluss zugeführt werden. Deswegen nämlich, weil natürlich kann man immer warten und sagen, wir schauen mal, was jetzt im nächsten Jahr kommt. Ist es jetzt ein guter Zeitpunkt zu regulieren? Wir sollen, es gibt auf Ebene der UNO, wir auf Ebene der transatlantischen Zusammenarbeit ein klares Bekenntnis zur Regulierung von KI-Anwendungen. Europa hat jetzt die letzten Jahre vorgearbeitet, jetzt muss dieser KI-Recht kommen. Wir haben angesprochen die Vor- und Nachteile. Ich bin sehr positiv gestimmt, dass wir hier eine schöne Balance bekommen. Das KI muss reguliert werden und das ist the way to go. Danke. Dankeschön. Frau Luxburg, an Sie die gleiche Frage. Was würden Sie sich vom AI-Act wünschen? Also ich finde, vieles an dem AI-Act ist schon sehr gut gelungen. Ich finde, was wichtig ist, in dem ganzen Prozess immer mit einzubeziehen, ist wirklich, was sind die technischen Beschränkungen von dem, was man sich eigentlich erhofft durch den AI-Act, also welche Formen von Transparenz und so weiter sind prinzipiell herstellbar und wie geht man damit um, wenn sie nicht herstellbar sind. Meine großen Wünsche richten sich eigentlich so ein bisschen an das Spektrum jenseits des AI-Acts, also eher an die Politik. Wie wollen wir mit dem AI-Act umgehen, wenn er dann da ist? Wie sollen Kontrollen stattfinden? Brauchen wir vielleicht eine Behörde, ein Bundesamt für digitales Wesen oder für KI oder was auch immer, das die Kompetenz hat, diese ganzen Techniken überhaupt zu beurteilen? Weil im Moment haben wir das einfach schlichtweg nicht. Und es gibt ganz viele Fragen, glaube ich, die auch jetzt durch Sprachmodelle und viele andere Techniken aufgeworfen werden, die in dem AI-Act gar nicht behandelt werden. Also sowas wie, wollen wir, dass große Firmen die Kontrolle über solche Systeme haben? Brauchen wir staatliche Systeme? Wie sollen wir sicherstellen, dass die Öffentlichkeit Zugang zu Sprachmodellen hat, wenn auf einmal eine große Firma den Zugang beschränken will oder irgendwie sowas? Also das sind, finde ich, wichtige Fragen, die jenseits dessen sind, was im Moment im AI-Act behandelt wird, aber die ganz dringend diskutiert werden müssen. Dankeschön. Und dann an Frau Wachter und Sie nochmal die gleiche Abschlussfrage. Ja, für mich, wie gesagt, auf der Wunschliste ganz oben steht drauf, dass dieser Individualrechtsschutz, der jetzt vorgesehen wird, auch erhalten bleibt, was ganz wichtig ist, ein Gegengewicht für den Bürger einzubringen, dass der sein Recht auch selbst durchsetzen kann und nicht nur darauf hoffen kann, dass Selbstzertifizierung durchgeführt wird. Es ist ganz wichtig, dass das drinnen bleibt. Das ist im Vorschlag drinnen, aber meine große Sorge ist, dass es vielleicht am Ende noch herausgenommen wird, das Kompromiss. Das zweite
hat damit zu tun, dass man die Haftungsketten schließt und sich eben die Supply Chain als Ganzes anschaut. Und Sie erinnern können, das Beispiel des Tonverkäufers, des Aschenbecher, Vasenherstellers und derjenige, der das Ding an jemanden an den Kopf schmeißt. Alle drei müssten in die Haftung genommen werden. Der AI Act schaut sich mehr denjenigen mit dem Ton an und die anderen beiden werden im Moment noch relativ außen vor gelassen. Das kann man auch noch schließen. Das wäre ganz toll, wenn man das machen könnte. Und das Dritte hat damit zu tun, dass ich mir wünschen würde, das könnte man auch noch einfach einbauen, dass es ein bisschen ein flexibleres System geben würde, die Hochrisikogruppen regelmäßig zu reviewen. Wie gesagt, damals diese Hochrisikogruppen, jetzt im Europäischen Parlamentsvorschlag ist jetzt zum ersten Mal auch diese Frage von Social Media Impact auf Democratic Processes aufgenommen worden, was ganz fantastisch ist. Das war ja davor noch gar nicht so vorgesehen. Und es wäre total wichtig, um wieder mithalten zu können mit der Technik und dem Fortschritt, dass es ein einfaches, agiles System gibt, zu sagen, da ist jetzt diese neue Technologie, jetzt war es gerade ChatGPT, in einem Jahr wird es was anderes sein, dass wir sagen können, das ist ein neuer Hochrisikobereich, lass es uns auf die Liste setzen oder auch das Umgekehrte. Nein, in Wirklichkeit haben wir alle Probleme gelöst, wenn es um KI in der Bildung geht, wir können sie jetzt wieder hinausnehmen. Also so eine Möglichkeit, ein besseres, agiles System zu schaffen, damit wir mit der Technik Schritt halten können. Ja, vielen Dank. Dann ist die Zeit jetzt auch vorbei. Erstmal noch vielen Dank an Sie da draußen, die Journalistinnen und Journalisten, für Ihre Fragen. Und natürlich vor allem vielen Dank an unsere drei Experten, Frau Wachter, Frau Luxburg, Herr Kettemann. Ja, schön, dass es geklappt hat. Genau, heute werden wir so schnell wie möglich die Aufzeichnung auf unserer Homepage online stellen und voraussichtlich heute Abend auch das Transkript. Wenn Sie eine Audioaufzeichnung, Videodatei oder heute schon das maschinell erstellte Transkript haben wollen, dann finden Sie in der Reminder-Mail von heute Morgen den Link dazu. Da können Sie das dann gerne abrufen. Ja, dann vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Danke für die Einladung.